Hallo und herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Mitten im sommerlichen Herbst, heute am 17. Oktober, machen wir weiter mit dem ökumenischen Bibelleseplan. Offenbarung 2, 18 bis 29 ist der vorgeschlagene Text für heute. Das ist das Sendschreiben des erhöhten Herrn Jesus Christus an die Gemeinde in Thyatira. Und ich habe diese Andacht überschrieben mit dem Titel Lob und Tadel. Lesen wir einfach mal rein. Offenbarung 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser letzte Vers kommt bei allen sieben Sendschreiben immer wieder vor. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man kann also offensichtlich die Stimme des Herrn Jesus Christus hören mit unseren Ohren, mit den Ohren, die die Schallwellen aufnehmen und wo wir sehr wohl die Worte verstehen, die gesprochen werden. Man kann aber dennoch mit seinen inneren Ohren taub sein und Dinge, die von wesentlicher Bedeutung sind, einfach innerlich überhören und so tun, als sei nichts gesagt worden, als hätte der Herr nicht gesprochen. Das ist der Grund, warum in aller Intensität bei jedem Sendschreiben des erhöhten Herrn Jesus Christus an diese sieben Gemeinden in Kleinasien, die die Offenbarung des Johannes als Adressaten haben, dass diese Gemeinden so intensiv angesprochen werden, dass sie nicht nur die Schallwellen aufnehmen, sondern dass sie auch mit ihrem inneren Ohr hören und das heißt folgen, dem Herrn gehorchen. Das ist ein Punkt, den ich heute einmal kurz erwähnen möchte, weil es in allen sieben Sendschreiben vorkommt. Und wir sind ja heute schon bei dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Und da gibt es Lob und Tadel. Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Das ist ein hohes Lob des auferstandenen, gekreuzigten, des erhöhten, herrlichen Herrn Jesus Christus aus der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels hin zur Gemeinde in Thyatira in Kleinasien im ersten Jahrhundert. Jesus sieht, was die Gemeinde tut.
Er anerkennt die Liebe, die dort herrscht, untereinander und zu den Verlorenen. Er erkennt den Glauben, das Vertrauen an, das diese Christen in Jesus haben. Er nimmt ihren Dienst wahr, wie sie einander dienen, wie sie anderen dienen, wie die Liebe und der Glaube sie in Bewegung setzt zu anderen hin. Er anerkennt die Geduld dieser Gemeinde. Offensichtlich gab es da auch Dinge, wo sie Geduld brauchten, wo sie darunter bleiben mussten, wie Geduld eigentlich wörtlich übersetzt heißt. Darunter bleiben, nicht wegspringen, sondern geduldig darunter bleiben. Gott erkennt in Jesus hier die Geduld der Gemeinde in Thyatira an. Und er sagt, ich weiß, dass du je länger, je mehr tust. Da geht es um den zunehmenden Fleiß der Christen für das Reich Gottes, für die Sache Gottes mitten in der verlorenen Welt, auch in Thyatira, auch in Kleinasien. Ich finde an diesem Vers ganz bemerkenswert, dass wir also davon ausgehen dürfen, dass der auferstandene Herr Jesus Christus sehr wohl sieht, was seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in seinem Namen für ihn und für die Menschen tun. Dass er das nicht übersieht oder auch nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, sondern dass er erkennt und wahrnimmt und anerkennt, lobt und wertschätzt diese Nachfolgerinnen und Nachfolger von ihm, die tun was. Die wachsen in der Liebe, sie wachsen im Dienst, sie wachsen in der Geduld, sie werden immer hingegebener an die Sache Gottes mitten in dieser Welt. Daraus dürfen wir die Schlussfolgerung ziehen, dass unser Herr Jesus Christus sehr wohl sieht, was wir in seinem Namen, in seiner Liebe für andere Menschen tun. Ganz gleich, was es sein mag. Gott wertschätzt, was wir Gutes tun. Jesus erkennt an, wenn Menschen sich von destruktiven Wegen abwenden und konstruktive Wege einschlagen, nicht mehr gegen Gott oder ohne Gott, sondern mit ihm und für ihn. Nicht mehr ohne die anderen oder gegen die anderen, sondern für die anderen und mit den anderen. Das sind ganz konstruktive Wege, die der Geist Gottes uns führt. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr dürfen wir sicher sein, dass unser Herr Jesus Christus das anerkennt und wertschätzt. Gut gemacht. Well done. Wessen Lob wollen wir eigentlich haben? Ich glaube, etwas Schöneres als von Gott selbst gelobt zu werden, von Jesus angesprochen zu werden und seine Anerkennung zu bekommen. Das hast du gut gemacht. Das ist etwas Wunderbares und etwas Wunderschönes, wofür wir von Herzen dankbar sein dürfen und uns freuen dürfen, dass das, was wir beitragen können in dieser Welt, wertvoll ist in Gottes Augen. Das ist das Lob an die Gemeinde in Thyatira. Und dann gibt es da den Tadel, der ziemlich heftig ist. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Isabel, dieser Name, der kommt Bibelkennern bekannt vor, in 1. Könige 18 und 19 zum Beispiel, begegnen wir der Isabel, das ist die Ehefrau des Königs Ahab in Israel, die Erzfeindin des Propheten Elia wird und die das Volk Gottes, das Volk Israel damals, zur Götzendienerei verführt hat, zum Baals
Kult und die mit unglaublicher Manipulation und Kontrollgeist ihren Ehemann, den König Israels Ahab, so manipuliert hat, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat, gegen Gottes Willen und zum Unheil zum Beispiel für Propheten wie Elia. Und deshalb ist der Name Isabel ein Name, der sofort wach werden lässt. Das ist ein Geist der Manipulation, der Kontrolle, der Verführung, der Irrlehre. Von einer Frau ausgeführt, die, wie wir hier lesen, zu Hurerei und zum Götzenopfer die Schwestern und Brüder, die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu in Thyatira, verführt. Und das passiert dort wirklich. Da gibt es Götzendienst. Das heißt, Christen aus der Gemeinde in Thyatira gehen zu Götzenopferfesten und machen sich der Religionsvermischung schuldig. Und diese Isabel, die fördert das und lädt dazu ein und ermutigt. Und der auferstandene Herr sagt, Religionsvermischung, Vermischung der Wahrheit in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, das kann und werde ich nicht dulden. Jesus Christus ist der Herr, er ist der Herr der Welt, er ist der Herr seiner Gemeinde, er ist der Herr der Geschichte, er ist die letzte Autorität im Universum. In dieser Autorität spricht er ja auch in der Offenbarung des Johannes, das haben wir in Kapitel 1 gesehen. Und diese Autorität soll in der Gemeinde Jesu Christi, in der Kirche Jesu Christi eindeutig anerkannt sein. Und deswegen geht Religionsvermischung, Abgötterei, Götzendienst innerhalb der Gemeinde Jesu gar nicht. Und das tadelt der Herr hier ganz gewaltig. Genauso wie die Verführung zur Hurerei. Es geht hier also um sexuelle Unmoral, um sexuelle Kontakte, sexuelle Beziehungen, die außerhalb der von Gott gegebenen Ordnung von einem Mann und einer Frau stattfinden. Und es war offensichtlich so in Thyatira in der Gemeinde eingerissen, dass der auferstandene, gekreuzigte, der erhöhte, herrliche Herr Jesus Christus seiner Gemeinde in Thyatira sagen muss, diese Art von Hurerei, von Unmoral, von sexuellen Beziehungen, die Gott nicht will, gemäß seiner Gebote, werde ich nicht dulden. Das sind Sünden ins Angesicht Gottes. Und die haben in meiner Gemeinde nichts verloren. Und so ruft der auferstandene Herr in aller Schärfe dann in den nächsten Versen die Gemeinde in Thyatira zur Umkehr auf, zur Buße auf, und sagt dann am Schluss, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, wir erleben hier Lob und Tadel. Jesus Christus erkennt an, wertschätzt, was seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in seinem Namen richtig machen. Und das ist nicht gleichgültig, sondern wird gelobt. Und auf der anderen Seite spricht er in aller Deutlichkeit Religionsvermischung, sexuelle Unmoral an und ruft zur eindeutigen Umkehr, weil er beides unter seinen Kindern in der Gemeinde Jesu nicht dulden will. Wir dürfen für uns selbst und für unsere Gemeinden und Kirchen heute darüber nachdenken, was in unserem Leben und was in unseren Kirchen und Gemeinden eigentlich gar nicht zur Nachfolge Jesu passt. Und das sind die Dinge, von denen wir uns abwenden müssen, von denen wir umkehren müssen und wo wir uns ganz neu auf Jesus ausrichten, auf seine Gebote, wo wir umkehren müssen, wo wir um Vergebung bitten müssen
und wo wir neue, hilfreiche, heilsame Wege einschlagen müssen. Es ist dem Herrn nicht egal, wie wir leben und wie wir als Christen in unseren Kirchen und Gemeinden leben. Das ist ihm nicht egal. Und das hat auch die Gemeinde in Thyatira gehört. Und mit ihr heute wir. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir in deiner Gegenwart leben und dass du sehr wohl wahrnimmst, wo wir in deinem Namen lieben, in deinem Namen dienen, wo wir Fortschritte machen in unserer persönlichen Charakterentwicklung, in unserer Heiligung, in unserer Dienstbereitschaft, in unserer Treue und Geduld. Danke, Herr, dass du anerkennst, was in uns gewachsen ist durch deine Gnade und durch das Vertrauen zu dir. Gleichzeitig müssen wir heute eine Zeit der Besinnung einlegen und uns fragen, was passt nicht zu dir? Wo können wir nur Tadel erwarten von dir in dem, was wir tun, in dem, was wir lassen, wo wir dir nicht folgen? Wir haben diese Beispiele der Verführung, der sexuellen Unmoral, der Religionsvermischung hier gelesen. Hilf uns, uns selbst und uns als Gemeinden zu prüfen, Herr, wo wir davon betroffen sind oder von anderen Dingen, die einfach nicht zu dir passen, dem herrlichen, heiligen Herrn. Und so bete ich dich, Herr, dass du einen Geist der Besinnung, des Umdenkens und der Umkehr schenkst in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in den Gemeinden, aus denen wir kommen, in den Kirchen, zu denen wir gehören, in unserem Umfeld, in unserem Privatleben und unserem gesellschaftlichen Leben. Ich bitte dich um diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, zu erkennen, was wirklich nicht zu dir passt und umzukehren, damit wir von dir nicht getadelt werden müssen, sondern Lob empfangen, weil wir auf dem Weg sind, den du segnest, den du willst, den du förderst, weil er heilsam, hilfreich und wohltuend ist für alle Beteiligten. Und so danke ich dir, dass diese Verse uns einerseits ermutigen und andererseits zur Umkehr rufen. Hilf uns, Herr, dass wir hören, wo du mit uns redest. Auch heute. Amen. Das war die Atempause vom Mittwoch, den 17. Oktober 2018. Lob und Tadel nach Offenbarung 2, 18 bis 29. Gott segne dich, Gott behüte dich. Morgen machen wir weiter mit dem nächsten Sendschreiben. Wir wollen uns auch diese kräftige Kost des Wortes Gottes wirklich nicht entgehen lassen, sondern uns ihr stellen. Wenn der auferstandene, erhöhte Herr redet, dann geht es darum, dass wir hören. Das soll heute so sein und das soll morgen auch so sein. Bis dann.